Nach einer Krebsdiagnose geht oft alles sehr schnell. Erst die Termine beim Urologen, dann die Planung der Termine für die Therapie. Alles passiert so schnell. Um nachzudenken, bleibt kaum Zeit. Aber dann kommt doch einmal der Moment, an dem wir an die bevorstehende Zeit und an unsere Zukunft denken. Und wir fragen uns, wie es wohl anderen Prostatapatienten nach derselben Behandlung ergangen ist. Doch wie kann man das überhaupt herausfinden? Mein Arzt sprach von der Prostate Cancer Outcome Studie, die erstmals Kliniken untereinander vergleicht und infolgedessen uns langfristige Erfolge und eine bessere Lebensqualität liefert. Meine Frau hat mich von den Vorteilen dieser Studie überzeugt. Ohne sie würde ich jetzt wohl kaum daran teilnehmen. Doch was möchte die Studie von mir wissen? Die Studie möchte erfahren, in welcher Lebensqualität der Betroffene nach der Behandlung sich befindet. Das ist extrem wichtig für die Beziehung, die Familie und speziell für die Partnerin. Denn Wirkungen der Therapie wie Inkontinenz, Impotenz und extreme Darmstörungen beeinflussen unter Umständen die Beziehung doch ganz erheblich. Die Studie läuft so ab, dass Patienten, die zu uns kommen, gefragt werden, ob sie bereit sind, an dieser Studie teilzunehmen. Die Daten werden erhoben, bevor wir den Patienten behandeln, also meist in den ersten ein, zwei Studienkontakten. Und dann werden die Patienten wieder gefragt, in einem Jahr nach der Therapie, nach 3 Jahren und nach 5 Jahren. Wir haben bei dieser Studie den Vorteil, dass wir weltweit bei über 80 Kliniken vergleichbare Behandlungsergebnisse bekommen. Das ist zum ersten Mal die Möglichkeit zu definieren, wie man das Prostatakarzinom vernünftig therapieren kann. Ständig wird eine Vielzahl an Studien durchgeführt. Da habe ich mich anfangs schon gefragt, warum eine Teilnahme an dieser so wichtig ist. Es ist die erste Studie, die in dieser Tiefe so deutlich patientenbezogene Daten erhebt, die wir bisher nie hatten. Das heißt, es wird hier nicht nur der medizinische Horizont abgebildet, sondern der Patient wird individuell nach seinen Befindlichkeiten nach der Therapie in einer großen Tiefe abgefragt. Wir halten eine Teilnahme an der Studie für sehr wichtig, weil weltweit ganz viele Männer an ihrem Prostatakrebs therapiert werden, ob es durch Operation oder Strahlentherapie ist. Wir aber im Grunde gar nicht wissen, wie gut sind eigentlich die Ergebnisse im Vergleich. Wir haben Jahre gebraucht, um weltweit vergleichbare Qualitätsindikatoren zu bestimmen. Im medizinischen Sektor ist das ziemlich schwierig. Und nachdem es nun gelungen ist, vergleichbare weltweite Indikatoren zu definieren, ist es erstmals möglich, eine derartige Studie zu machen. Hochinteressant für uns ist natürlich auch der direkte internationale Vergleich. Was machen die Kollegen in den USA, in Kanada und in Australien anders? Und davon profitiert natürlich jeder Patient, der in Zukunft an Prostatakrebs erkrankt und auch hier im Lande behandelt werden muss. Es ist ja nicht nur für mich, der therapiert wird, wichtig, dass meine Daten vernünftig erfasst werden. Gerade im Hinblick auf die Zukunft, wenn ich an meine Enkel denke, wäre es von Vorteil, einmal genau sagen zu können, was die optimale Therapie ist. Gesundheit wird dadurch messbar gemacht und ist kein Zufall. Die Studie sorgt sich um meine Lebensqualität und die meiner Mitmenschen. Wohl eines der wesentlichsten Dinge im Leben. Die Studie ist für uns als Patientenorganisation, die aus dem Bereich der Selbsthilfe kommen, deswegen wichtig, weil wir unseren Patienten schuldig sind, ein geordnetes und sich ständig optimierendes Behandlungsverfahren darzustellen. Dafür steht die Selbsthilfe, dafür nimmt sie Einfluss im politischen und im medizinischen Raum und dazu versucht sie, den zukünftigen Generationen eine bessere Behandlung sicherzustellen.